Jagdhunde. Unsere Jagdhunderassen sind in 6 Gruppen aufgeteilt. Benennen Sie diese 6 Gruppen. Unsere Jagdhunderassen sind in folgenden Gruppen aufgeteilt. Vorstehhunde, Schweißhunde. Erkennungsmerkmal Holz. Wie sieht das Holz der Birke aus und welche besonderen Eigenschaften hat es? Das Raubwild. Welche Tiere bzw. welches Wild ist damit gemeint? Als Raubwild wird alles beutegreifende Haarwild bezeichnet, das dem Jagdrecht unterliegt. Greifvögel zählen nicht zum Raubwild, da sie nicht zum Haarwild gehören. Merke, Raubwild reißt die Beute. Welche Jagdsignale unterscheidet man? Man unterscheidet folgende Jagdsignale. Die Jagdleitsignale. Dazu zählen Hegeruf, Antwort, wie sieht die Losung, also das Gestüber der Ringeltaube aus? Das Gestüber der Ringeltaube besteht aus einer langen, dünnen Wurst, die Kreis. In Deutschland dürfen nur Schusswaffen zur Jagd verwendet werden, die das Wild schnell und leidensfrei töten. Die Jagd auf Wild mit sogenannten kalten oder blanken Waffen ist in Deutschland verboten. Unter kalten oder blanken Waffen versteht man in der Jägersprache eine weitmännisch verwendete Blankwaffe aus Metall, die ihre Antriebskraft aus dem direkten Einsatz von Muskelkraft bezieht. Kalte Waffen zählen zu den ältesten Jagdwaffen. Welche Büchsen zählen zu den Einzelladern? Zu den Einzelladern zählen alle Büchsen ohne Mehrladeeinrichtung, also ohne Magazin. Diese Waffen haben in der Regel ein oder mehrere Läufe. Einzellader müssen vor jedem Schuss durch Einbringen der Patrone in das Patronenlager oder in eine Lademulde von Hand